Gut, herzlich willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir hier den Bahnhof angeschlossen oder gebaut und auch schon ein bisschen was gemacht. Und ihr seht, es ist auch schon weitergebaut worden. Das war nicht beabsichtigt. So, eigentlich hätte ich euch mitnehmen wollen. Nur hat es mir den kompletten PC zerlegt während der Aufnahme scheinbar. Das ist das erste Mal mit diesem PC, dass er überhaupt einen Absturz hatte. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht großartig auf die Fehlermeldung geachtet. Das ist ein Fehler meinerseits. Aber nicht mal das Autosave, das hätte alle 10 Minuten erfolgen müssen. Ich war schon 3 Minuten drüber und das kam einfach nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob es beim Spiel war, irgendwas hat da gar nicht hingehauen. Total kurios, und da habe ich eine Idee, woran es vielleicht liegen könnte. Da muss ich nochmal schnell nachschauen. Nee. Ich hätte gedacht, dass vielleicht der Speicherplatz ausgegangen war, aber passt schon. Dann habe ich keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Hat den kompletten PC zerlegt. Also so Bluescreen und dann hat er sich neu gestartet. Also nicht, dass ich neu gestartet hätte, er hat es von selbst gemacht. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, den haben wir angeschlossen. Hier drüben auch angeschlossen. Genau. Auch auf der richtigen Seite. Da hätte ich fast einen Fehler gemacht. Hier hatte ich ursprünglich erstmal die Kreuzung vergessen. Habe ich jetzt mittlerweile eingefügt. Ansonsten, ich wollte euch eigentlich noch erzählen, das habe ich am Anfang der abgebrochenen Aufnahme jetzt erzählt, dass ich hier noch einen Wald anpflanzen möchte, weil ganz ehrlich, das verdorrte Gras schaut echt nicht schön aus. Das kann man noch ein bisschen hübscher machen, finde ich. Und wenn wir einfach einen Wald drüber setzen, ist das ganz gut. Dann hier drüben das schon mal im Prinzip. Na, hier hat er nichts mehr gemacht, ich verstehe. So. Ja, das alles komplett raus erstmal nehmen. Ich weiß nicht genau, wo der Fehler dann lag, aber nehmen wir das schon mal wieder raus. Das bauen wir dann gleich nochmal, nur in besser. Ein Stück besser, möchte ich behaupten. So. Denn ich habe auch noch einen Fehler gemacht, der mir später erst aufgefallen ist. Und da habe ich noch ein Stück. Ich habe im Prinzip ein bisschen wieder rumprobiert, wie es am besten funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann wirklich die beste Lösung gefunden habe. Aber ich bin gewillt, es auszuprobieren. Mit euch zusammen. Denn auch hier haben wir im Prinzip eine Kreuzung. Wenn wir von hier kommen, kreuzen wir einmal und fahren dann im Prinzip hier rechts zurück. Das Ganze habe ich gemacht, weil ich natürlich rechts fahren wollte. Aber wenn ich die Richtung einfach umkehre, brauche ich keine Kreuzung mehr. Dann kommen wir nämlich von hier unten hier rein. Nein, warte mal, wir fahren von hier lang und kommen dann hier wieder rein und können dann gleich hier rüber. Dann spare ich mir eine Kreuzung. Das macht das Ganze viel besser. Und das würde ich umsetzen. Davor würde ich aber noch mal kurz speichern. Dann ist jetzt das nämlich der Spielstand, wie wir es hingestellt haben. Ich wollte es halt nur zeigen, dass ich das nicht mit Absicht gemacht habe. Es tut mir auch leid für die Leute, die sich darauf gefreut hatten, dass wir hier gemeinsam bauen. Aber das sind im Prinzip 40 Minuten gerade völlig weg gewesen. Und ich konnte nichts dagegen machen. Es wurmt mich doch ein wenig. Aber ich hoffe, so doof das vielleicht klingt, aber ich hoffe einfach mal, es war das Spiel, nicht der PC. Weil der PC hatte noch nie irgendwie einen Absturz. Und wenn es nur das Spiel ist, dann liegt es nicht am PC. Das heißt, es ist kein größeres Problem. So doof das vielleicht klingt. Ich möchte natürlich nicht, dass das Spiel abstürzt, aber lieber das Spiel, als dass am PC irgendwas nicht stimmt. Ja, vielleicht nicht ganz so weit. Schön weiter einrasten. Kein Mist bauen. Ich glaube, 115 reichen mir da durchaus. Dann haben wir hier nur 101. Das passt schon. Das ist deutlich mehr als die 80. So, und dann müssen wir im Prinzip von hier mit drauf. Und hier brauchen wir wiederum die Kreuzung. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Denn wenn wir dann von hier kommen, wir müssen ja auf beide Gleise drauf und müssen auch von beiden Gleisen wieder hier runter. Aber diese Kreuzung können wir hier loswerden und schließen uns einfach hier drüben an, fahren halt auf der linken Seite. Da muss ich damit leben. Ich glaube, das ist international sogar häufiger als auf der rechten Seite. Ich glaube, in Deutschland ist es einer der wenigen Länder, wo man mit Bahnverkehr rechts fährt. Und kurioserweise bei den PKWs, das ist wieder anders. Wer weiß, wer sich das ausgedacht hat.
Ich kann verstehen, dass alle im Prinzip schnell bauen wollten und deshalb im Prinzip Privatunternehmen da viel ermöglicht haben und allen drum und dran. Aber gerade weil die Standardisierung fährt, also im Nachhinein immer schwieriger wurde, gibt es viele kuriose Dinge auf der Welt, möchte ich behaupten. So, also wir wollten hier rüber. Dann sollte ich da vielleicht auch erstmal die Kreuzweiche bauen oder wir versuchen das Ganze von hier auszubauen. Nein, du baust da eine Bahn dann. Das ist so, glaube ich, in Ordnung. Dann würde ich gerne die hier drüben anschließen. Einfach straight einen Anschluss. Hier hinten kriegen wir noch ein Kreuz. Nein, bau doch nicht immer Brücken. Nun gut. Nochmal kurz rückgängig machen. Die Brücken sind halt günstiger, kann ich durchaus verstehen, aber in dem Fall sieht der Bahndamm, glaube ich, besser aus. Mit ein bisschen Terraforming auf alle Fälle. So. Dann hier anschließen. Hier würde im Prinzip auch eine einfache Weiche dann reichen, weil beide dann hier mit dem rechten Gleis hier ankommen, beide hier abladen und dann hier weiterfahren. Passt schon. Erstmal würde ich dann aber das Ganze hier anschließen. Achso, er bleibt auf der linken Seite. Ich komme nicht darüber, damit er sagt, jo, wir haben da eine Kurve. So. So weit reicht das. Ah, da ist die 112. Die sehe ich von hier hinten aus nur nicht. So, nun 114, okay. Wir haben hier relativ viel Platz, dann können wir auch denen noch ein bisschen Platz geben. Als 16, vielleicht ein paar größere Schritte gehen. 120, das reicht mir dann. Stürzt nicht ab. Ich hatte eben schon die leichte Befürchtung, aber ich glaube, ich war irgendwo drauf mit der Maus und deshalb wollte er nicht scrollen. So, beim letzten Mal ist er hier abgestürzt, von daher nochmal speichern. Entschuldigt, dass ihr das Speichern mitbekommt. Ich würde es euch rausschneiden, aber ganz ehrlich, für die paar Sekunden. Da sage ich dann auch, was soll's. Das macht mir nur mehr Aufwand. 1, 2, 3, 4, 5. Kriegen wir hier noch eine gute Weiche hin. Da dauert es dann weniger. Da waren die 93 eben nicht mehr erreicht. Ja, das dauert immer weniger. Was für ein Kuddelmuddel hier. Ich baue das mal. Wir gar keine richtige. Doch, es ist im Prinzip dasselbe Ding, nur ist es nicht so kompakt wie das da drüben. So, und dann hier auch von der Seite hier rüber. Die 116 sei dahingestellt. Oder geht das? Es geht. Und das gibt sogar bessere Geschwindigkeiten. Na dann. So. Ist in Ordnung.
Ja, dasselbe Ding, nur gespreizt hier. Dann braucht man das Stück ja eigentlich gar nicht. Brauchen wir das dann so noch? Ich glaube, der Krümmungsradius schaut ganz gut aus. Ich lasse das einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das die minimalste Lösung ist hier, was wir an Weg bräuchten würden, aber ob es dann nur ein bisschen mehr oder weniger ist, was soll's. So, dann. Hier passen die 120. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, ich weiß nur noch nicht was. Wenn ihr es wisst, immer raus damit, aber ich fürchte, dann ist die Folge schon gelaufen. Und dann werde ich schon rausgefunden haben. So, wenn wir hier jetzt noch eine Kreuzweiche reinbauen, sollte das funktionieren? Keine Kreuzweiche, eine Kreuzung. Mit Weiche hat das nicht viel zu tun. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beim letzten Mal weiß ich noch, dass die 5 da nicht wollte. Und daher wird das vermutlich jetzt wieder so sein. Aber ich weiß auch, dass man hier mit relativ wenig Strecke die 120 schon hinbekommt. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Cool. Und ich weiß auch, dass das relativ gut parallel funktioniert. Perfekt. Über 120. Warum nicht immer so? Großartig. Dann muss ich mir nur noch was überlegen für den Weg hier. Ich glaube, ich kann nämlich nicht über die Weichen drüber. Das heißt, den Weg hier lang führen, dann hier rüber. Entschuldigt, da war eine Fliege. Ich jag die jetzt schon 3 Tage lang. Vorm Haus gibt es einen Busch, der... ich weiß nicht mal, was das ist. Der steht neben dem Fliederbaum. Es ist kein Fliederbusch oder dergleichen, falls ein Fliederbusch überhaupt existiert. Weil der Baum halt direkt daneben steht, kann ich die vergleichen. Ich weiß, dass es nicht. Schaut aber ähnlich aus. Und da tummeln sich so dermaßen viele Wespen, Bienen, Fliegen, sonstige Sachen. Die stehen alle auf diesem Baum. Ich tippe zu, er hat einen eigenen Geruch. Er riecht jetzt auch nicht schlecht. Aber die Bienen scheinen da voll drauf zu fliegen. Ich schweife vom Thema ab. Auf alle Fälle, wenn man hier das Fenster aufmacht scheinbar, kommt ab und zu mal eine rein. Und das Viech nervt mich so dermaßen hart. Und ich habe dummerweise keine Zeitung mehr da. Mit einer Zeitung würde ich sie, glaube ich, kriegen. Aber ich habe auch nichts anderes zum Schlagen da. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwierig, das Viech zu kriegen. Allein deshalb würde ich vielleicht schon eine Zeitung kaufen. Sollte ich nochmal jetzt... Ja, ich glaube, ich werde dann mal die Tage einkaufen gehen, wenn nicht sogar schon morgen. Ich werde mir eine Zeitung kaufen. Damit ich einen längeren Schläger habe, damit ich sie kriege. Ich glaube, in der Zeitung habe ich auch weniger Schüsse, da mal wirklich mit Schmackes ranzulangen. So, sollte das jetzt funktionieren? Ich hoffe schon. Funktionieren die Geschwindigkeiten? Wird schon irgendwie werden. Wir können im Moment eh noch nicht so schnell fahren. Dann würde ich das noch zwischen den Folgen hier etwas hübscher machen. Gerade das hier, das finde ich gar nicht schön. Ich werde zwischen den Folgen auch hier die Straßen wieder anschließen, aber das ist, glaube ich, eine Sache, da muss ich euch nicht unbedingt mitnehmen, das ist nicht so interessant. Das hübscher machen. Das Ansehen ist dann schon viel interessanter, das sehen wir in der Mitfahrt. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber wir haben alle 3 angeschlossen. Dann nochmal kurz speichern. Ganz ehrlich, da sind 40 Minuten verloren gegangen. Ich hatte ja zum Glück, weil es alle 10 Minuten speichert, oder in dem Fall waren es dann 13 Minuten, noch den Spielstand. Aber 40 Minuten, einfach so mittendrin ein Komplettabsturz. Es ist ja nicht mal so, dass das Spiel abgestürzt ist, dass ich sagen könnte, ich hätte die Aufnahme noch gerettet und schneidet euch das dann einfach zusammen, sondern es war alles plötzlich weg. Ein Hoch aufs Autosave in dem Fall. Ich weiß nicht mal, warum alles weg war. Scheint mir auch absolut keinen Sinn zu machen. Nun gut, also wir brauchen dann von hier drüben die 2 Gleise und von hier drüben die 2 Gleise. Die 4 Gleise in der Mitte bleiben frei. Die brauchen wir nicht. Und die führen wir dann im Prinzip hier links und hier rechts lang. Tatsächlich, ich habe einmal alles komplett in der anderen Richtung abgefahren. Kann ich das nicht einfach umdrehen? Hier dann rechts lang fahren, dann fahre ich hier links zurück, fahre dann hier wieder rechts lang, links. Ja, das geht genauso. Ich muss es im Prinzip einfach nur umdrehen.
Okay, mein Gedankenmodell muss ich einfach nur umdrehen, dass ich die dann auf anderen Gleisen fahren lasse. Das geht genauso gut. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche dann hier die Gleise und dann brauche ich hier auch einfach nur einen Bahnhof, der zwei Gleise hat. Wieder ein Endbahnhof. 320 Meter bitte. Und wenn möglich so anschließen, dass du da gleich an beiden dran bist. Sehr gut. Wie hoch sind wir denn hier ungefähr? Lieber ein Stück weniger Höhe, lieber ein Stück mehr in Richtung des Eisenbergwerks, okay. Dann kriege ich das ungefähr parallel. Ich hätte es super gerne parallel. So würde es mir, glaube ich, reichen. Dann. So ist der Anschluss nicht ganz dran. Da muss ich sehr nah auf Kante nähen. Warum geht denn das hier so weit und bei den anderen war das nur so kurz? Also cool. Wundert mich aber doch. So. Eine Million willst du dafür haben oder fast eine Million. Ganz schön teuer. Die kleine Kante passt. Dann, damit das auch richtig angeschlossen ist, das Eisenbergwerk, so müsste es nämlich angeschlossen sein. Ja, alle Einstellungen sind wieder rückgängig gemacht worden. Das finde ich nicht so schön. Auch die Einstellung, wie groß die einzelnen Teile sind zum Schönbauen und dergleichen. Aber na gut, das geht ja mittlerweile relativ schnell. Ja, dann ein Stück geradeaus für die Kreuzweiche. Nicht Kreuzweiche, Kreuzung. Ich lerne das noch. Und generell vielleicht ein Stück geradeaus. So, wie hoch sind wir denn hier im Bahnhof? 45 Meter. 33. Und wie hoch sind wir hier an der Kante? 35. Ja, dann brauche ich gar nicht so tief runter, wie der hier mir vorschlägt. Vielleicht könnte ich hier sogar noch ein Stück höher. 1, 2, 3, 4, 5 würde ich jetzt mal so lassen. Dann möchte ich gerne, dass du deinen Bahndamm draus machst. Und dann würde ich hier gerne ungefähr den Anfangspunkt der Kurve erwischen. Ich glaube, so passt das schon. Dann hier eine S-Kurve reinhauen. Mal schauen, ob das so hinhaut. So, und dadurch, dass wir hier so ein langes, gerades Stück haben, kriegen wir hier auch sehr gut die Kreuzweiche rein. Haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Geht das? Oder sagst du wieder mit 5 nicht möglich? Ach komm. Ich glaube, ich werde jetzt anfangen mit 6er Abständen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß nicht, was mit dieser Zahl von 5 Schwellen auf sich hat. Aber das kriegt er überhaupt nicht auf die Kette mitunter. Von daher nehme ich jetzt einfach 6 immer und probiere es damit. Wenn es da auch mal manchmal nicht funktioniert, muss ich dann nochmal auf 5 umschwenken, aber. Ja, was für ein kurioses Ding. Dass es immer bei 5 absolut Schwachsinn macht. Ich weiß kein besseres Wort dafür, glaube ich. Oder irrationale Dinge, Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Warte mal, bevor ich hier anfange zu bauen, wie hoch bist du denn da? 35 Meter. Da habe ich mehr erwartet. Und hier sind wir schon bei 33. Nicht, dass er jetzt zu tief wird. Klappt das überhaupt von der Geschwindigkeit? Ja, da passt das von der Geschwindigkeit. Ich werde dann hier, glaube ich, noch mal ein Stück abreißen, dass wir hier vielleicht Brücken hinbekommen, dass wir die tatsächlich hier durchkriegen. Das hier schaut halt mal wieder nicht so schön aus. Andererseits, vielleicht fange ich dann hier schon mit der Brücke an, wo die auseinandergehen. Kurz danach zwei Brücken hier rüber. So, dann bist du hier zu tief zufällig? Ich glaube nicht. Ah, da kommt das Autosave noch. Dann drücke ich schon mal auf Fertig. Vielleicht
Vielleicht ist das das Problem, dass ich irgendwas beim Autosave gemacht habe oder als das Autosave machen wollte. Ich habe ja immer noch weitergebaut. Da kam die Autosave. Was mich halt darauf bringt, dass es vielleicht das Spiel war, ist, dass 3 Minuten kein Autosave kam. Das sollte alle 10 Minuten was machen. Nach 13 Minuten war noch nichts da. 13 Minuten sind im Prinzip vom Baufortschritt verloren gewesen. Ja, keine Ahnung. Aber bevor ich hier ewig kein Rätsel rate. Es beschäftigt mich halt, aber das ist nicht unser Problem. Wir wollen hier schön weiter was denn. So. Komplette 120. Nicht schlecht. Und dann fahren hier im Prinzip auch Getreide, Erz und Kohle alle auf denselben Schienen. Das hat doch was. Dann, hier haben wir die... Oh, hier muss ich ein ganzes Stück noch an Bahndamm lassen. Das heißt, ich würde erst hier drunter durchkommen. Und dann reicht's wieder nicht, damit ich im Prinzip hier auch das Stahlwerk erwische. Das heißt, ich muss hier zwangsläufig im Tunnel arbeiten. Ach, ärgerlich. Na okay. Dann passe ich hier halt alles an. Das wird schon passen. Also, ja klar, weil ich es anpasse, aber ich sollte andere Wörter benutzen. Gut, dann hier noch eine S-Kurve mit dran. Cool, aber kriegen wir das vielleicht... Das stürzt nicht ab. Hä? Wieso konnte ich eben WASD nicht mehr benutzen? Ich war auf den richtigen Tasten drauf, nur er hat sich überlegt, nö, ich habe keinen Bock zu reagieren. Oh, tatsächlich, das funktioniert hier mit den 120. Bitte raste da an. Andererseits ist es so vielleicht schwieriger, die... Ach, nee, komm, das wird schon passen. Warte mal, 119? Nicht veralbern, also Spiel, da bin ich etwas empfindlich. So. Klappt das dann mit der Weiche hier? Schon wieder? Ich glaube, ich kann die blockieren, wenn ich irgendwas anderes noch gedrückt halte. Oder zufällig irgendwas drauf liegt. Da zählt zum Beispiel auch doch die Maus beim anderen Sachen mit rein. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mauseingabe Dings blockieren könnte. Die Tastatureingabe. Solche Dinge waren mir bisher nicht bewusst. Aber es scheint fast so. Also hier schaut das echt furchtbar aus. Das muss ich dann mit Schönbau alles nochmal machen. Aber ich glaube, es ist so erstmal funktionabel. Apropos, heißt der Bahnhof jetzt noch Lions Endstation? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge gemacht habe. Ich habe die Bahnhöfe in Endstation umbenannt, weil das besser zum Thema passt, finde ich. So, wir hatten Jill, dann brauchen wir hier noch Claire. Claire's Endstation. Es gibt etwas namens Eclair, das hätte ich jetzt gerne. Ich hätte Bock auf was Süßes. Claire ist natürlich auch eine Süße, aber ein Eclair wäre mir doch im Moment lieber. Als eine virtuelle Figur. So, dann hier im Prinzip noch einen Weg drunter durchbauen. Auf gar keinen Fall so dermaßen steil bergab. Stattdessen lieber so. Vielleicht reicht das schon. Fragezeichen. Nee, das reicht so nicht. Kann ich das ungefähr so machen? Und dann einfach... Ah, so würde ein Tunnel bauen. Vielleicht muss ich erst mit dem Terraforming ein bisschen arbeiten, damit das dann wieder richtig funktioniert. So, also ich möchte hier einen Tunnel, nicht mehrere.
Hier machen wir auch mal eine etwas annehmbarere Steigung. So, kletten wir noch ein wenig. Und dann schauen wir mal, ob wir hier einen Tunnel durchbekommen. Vielleicht sogar gerade. Nicht ganz so stark, sondern lieber mit... So würde das klappen. Schaut so aber auch nicht schön aus. Hä? Wieso ist jetzt der Tunnel weg? Ich habe nichts geändert, nur ein... Okay. Ich weiß nicht, was das Spiel da gerade mir suggerieren wollte. Aber so funktioniert es und so schaut das richtig doof aus. Genau sowas wollte ich vermeiden. Das Problem ist, ich kann hier nicht Ewigkeiten erst runter gehen. Ich kann darüber gehen. Hier noch meine Brücke drüber. Oder ich gehe hier schon direkt runter. Hier habe ich auch noch ein bisschen mehr Platz zum Runtergehen. Wie wär's damit? Wir nehmen uns hier die Straße. Gehen hier schön fleißig runter. Könnte das schon reichen? Ich hoffe es. Gehen dann hier rüber. Aus irgendeinem Grund mag ich das da drüben lieber als... Ach so, aber... Na komm, das schaut doch bestimmt ziemlich doof aus. Also Punkt Nummer 1, hier werden keine Brücken gebaut. Punkt Nummer 2, das schaut tatsächlich ziemlich doof aus. So würde es funktionieren. Die Steigung ist jetzt gar nicht meins. Wie schlimm schaut es hier drüben aus? Das verstehe ich so oder nicht. Dass das gerade sein muss, das verstehe ich ja. Aber dass man dann hier so einen enormen Buckel reinhauen muss, das scheint mir komplett sinnlos zu sein. Andere Idee. Ich baue von hier aus eine Straße hier lang. Und die möchte ich natürlich auch etwas tiefer gehen lassen. Vielleicht noch ein wenig tiefer. Da würde es schon funktionieren. Aber dann ist das Tunnelportal immer noch sehr weit dran. So schaut... Na, nee, komm. Schaut euch das an. Das darf nicht wahr sein, dass sowas passiert. So, schon besser. Noch nicht gut, aber besser. Möchte ich das so lassen? Im Tunnel sieht man es eh nicht so stark. Wenn wir hier schon mal langfahren, das ist im Prinzip nur für die Verbindung. Ich weiß nicht mal, ob der Weg dann ausreicht. Das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Gut, und dann hier wieder raus. Ah, so haben wir. Den 180 Grad Winkel, dann hier eine Kurve und du hörst bitte auf, hier Brücken überall hinzusetzen. Ich glaube, da muss ich sogar noch mal ein Stück höher gehen. Da muss ich dann durch. Und dann keine Brücken. So, wie furchtbar schaut das jetzt aus? Das schaut echt nicht schön aus. Aber wenn es funktioniert, würde ich damit einverstanden sein. Nicht ansatzweise funktioniert das. Wenn ich hier vielleicht noch ein Bahnhofsgebäude dran setze. Erstmal nur zum Testen. Na, da bin ich zu nah dran. Nicht nah genug. Okay. Oh, damit es nicht ganz so furchtbar ausschaut, wenn ich jetzt hier noch eine Straße kurz dran pappen würde. St
Steigung zu groß. Ich mag dich auch. Ich mag dich dermaßen. Ah, so funktioniert's. Nee, schon wieder da. Es muss erstmal nicht schön aussehen, nur um zu wissen, ob es funktionieren würde. Nee, wie weit kommen wir? Immer noch bis hierher. Ah ne, jetzt hat sie es aktualisiert. Ich komme nicht rechtzeitig rüber bis zum Stahlwerk. Okay, also das war nicht gut. Jetzt ärgere ich mich, dass ich hier das Ding abgerissen habe. Der Weg, der war nämlich eigentlich ganz hübsch. Gut, dann muss ich mir was Neues überlegen. Wir müssen da schnellstmöglich rüber. Und ich glaube, ein Tunnel ist einfach viel hübscher an der Stelle als irgendwas anderes. Von daher... Das schmerzt mich zu sehen, aber ich denke, das ist meine beste Variante, die ich habe. Runter. Wie schlimm schaut das aus? Schaut echt nicht gut aus. Aber wenn es dann funktioniert, würde ich die Schmach eingehen dieses hässlichen Weges. So, dann. Ach, hier geht er direkt runter. Kann ich? Vielleicht hier so bauen, dann hier noch einen Weg einfach direkt runterbauen. Ich könnte auch sogar noch ein Stück tiefer gehen, dann terraforme ich das. So vielleicht. So, dass wir dann hier mit einem kleineren Weg direkt versuchen anzuschließen. Tatsächlich, das funktioniert. Es schaut super doof aus, das kann ich nicht anders sagen. Schauen wir uns gleich an, wenn wir auch noch den Rest verbunden haben. Hier passt schon wieder. Hier würde ich noch kurz dran gehen. Vielleicht schaut es dann nicht ganz so übel aus. Hat es überhaupt gereicht? Nein! Ach, komm schon! Hä? Jetzt reicht es nicht mal bis zum Tunnelausgang. Ist doch ein Scherz, das ist weniger als eben. Das verstehe ich nicht. Wieso reicht es jetzt nur bis zum Tunnelausgang? Nie im Leben. Hier reicht es auf einmal weiter, hier nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Brauchst du vielleicht die dickere Straße? Hatten wir davor die dickere Straße? Damit du hier weiterkommst? Tatsächlich, dickere Straßen kommen weiter. Alles nur, weil die Bahnhöfe nicht groß genug sind. Nicht ansatzweise. Dieses Mini-Fitzerchen hier. Es ist furchtbar, es wurmt mich. Na komm, nur noch hier rüber. Wieso soll das auf einmal nicht mehr so weit gehen wie eben noch? Noch eine Idee. Wir machen das wieder mit den Tricksereien hier mit dem Gebäude.
So furchtbar das dann auch ausschauen mag. Wir kommen weiter. So, und jetzt sag mir bitte, dass das ausreicht. Ja, kann ich dich dann wieder downgraden? Ach nee, oder? Tunnelausgang. Nicht ganz bis zur Kreuzung. Und nun? Achso, was hat sie noch nicht aktualisiert? Oh Mann. Das sollte man keinem verraten. Sind sie nicht ganz symmetrisch, aber ich glaube, damit kann ich leben. Ist das ein Scherz? Jetzt aktualisier bitte. Ich mag nicht veralbert werden. Bitte einfach nur wieder anschließen. Eben hat es schon geklappt. Hast du das? Nein, oder? Achso, das ist immer noch bei der falschen Straße. Hat er eben nur das kleine Stückchen abgequält? Scheint so. Das scheint mir wieder null Sinn zu machen, aber... Okay, hab's gerafft. Vielleicht habe ich nicht richtig hingeschaut. Ich dachte, der hätte alles eben markiert, aber da habe ich mich wohl verschaut. So, und es schaut natürlich richtig doof aus. Das kann ich nicht anders sagen. Aber für die 5 Meter musste ich das scheinbar so machen. Oh, das ist so furchtbar. Hier stelle ich einen dicken, fetten Baum davor. Ein paar Büsche und was weiß ich, damit wir das ja nicht sehen bei der Mitfahrt. Das ist ja... Oh Mann. Fahren wir denn? Ja, wir fahren auch noch in die Richtung. Oh Mann. Ja. Ich sag nichts dazu. Nun gut, was machen die denn da? Es ist 22:30 und die poltern im Hausraum. Also, nicht, dass es mich großartig stört. Ich bin noch munter, aber... Wenn es halt knallt im Haus um 22:30, vielleicht brauchen sie Hilfe. Wobei, so alt ist sie noch gar nicht. Was ihr Umfeld oder dergleichen. Nun gut, aber ich glaube, wir haben das geschafft. Ich schweife vom Thema ab. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, um schon mal die Strecken einzurichten, würde ich sagen. Yep. Sollten wir haben. Und ich glaube, die Signale und dergleichen setze ich dann beim nächsten Mal. Das dürfte für euch auch nicht so interessant sein. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Bei Claire's Endstation. Fahren einmal zum Appalachia Warenzentrum. Dann fahren wir hier zu Leons Endstation. Fahren wieder zum Raccoon Warenzentrum. Und dann natürlich nicht auf Gleis 1, sondern auf Gleis 3. Dann fahren wir weiter Richtung Chris Endstation. Fahren dann nach... Nee, das stimmt so auch nicht. Appalachia Warenzentrum. Fahren wieder nach Jills Endstation. Sehr gut, jetzt hast du es erkannt. Und halten hier nochmal. Und es geht auf, ohne dass es großartige Kreuzungen gibt. Die Kreuzungen wird es dann... erst geben mit der Getreidelinie. Ich finde das großartig, wie es im Moment ausschaut. Also pink ist es jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber es funktioniert. Und es funktioniert auch hier mit dieser einfachen Variante, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Das hatte ich nicht durchdacht. So richtig. Ich hatte mir einen groben Plan gemacht, wollte aber euch halt mitnehmen, auch in die Überlegungen mit einbeziehen. Da dachte ich mir, wenn du schon einen Plan hast, wie es perfekt oder wie es gut ausschaut, dann ist es sicherlich nicht so interessant, dass man die Gedanken mit nachvollziehen kann, oder ich kann das nicht so gut rüberbringen. Und so seid ihr live mit dabei gewesen. Und da passieren halt auch mal kleinere Fehler, die man dann gemeinsam löst. Gut, aber das hat funktioniert auf alle Fälle. Was war denn die letzte Linie, die ich eingerichtet habe? Die letzte müsste gewesen sein hier die lila Linie. Oh, die Farben haben sie extrem viel größer gemacht.
Nach Lila kommt in der Regel Rot. Und hier hat man was Sattes, oder sind das die dunklen Farben? Ich glaube, hier sind auch schon die dunkleren, oder? Ja. Dann fangen wir mal wieder an mit Hell. Nehmen wir das Schweinchen. Rosa, Rot. Oh, das sieht man aber extrem im Vergleich zu dem Pink. Ja, läuft. Dann mit Schweinchen rosa werden hier Erz und Kohle transportiert. Und das Ganze nennen wir auch nicht Linie 1, sondern Raccoon. Oder kommt das Autosave? Achso, jetzt kann ich nicht hin und her scrollen mit WASD, weil ich natürlich in der Eingabe bin. Raccoon, und das wäre dann Erz und Kohle. Erz und ups, Kohle. Aber man merkt, das wird spät. Und das datiere ich schon mal vor, denn dann werde ich das Schildzüge drauf schicken. 1897. Stimmt das so? Ja. Das läuft auf alle Fälle schon mal. Und ganz ehrlich, einfach nur, weil ich es mir leisten kann, würde ich glatt für Appalachia hier schon das Getreide bringen. Es reicht ja im Prinzip auch schon ein Zug, nur dass wir ein bisschen mehr Abwechslung haben und auch alle Gleise hier bedient werden. Dann haben wir auch bei der Mitfahrt mehr zu sehen, und wenn wir dann mal irgendwann. Nein, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich muss dann hier noch einen Bahnhof reinbauen, der das Zeug auch hier hochbringt. Ich honk. Ach, ich brauchte eigentlich 10 Gleise. Na gut, das war etwas anders gedacht, dann hätte ich das Ganze hier auch anders lösen können, dass ich hier noch ein zweites Gleis mit reinbringe. Okay, dann wird dann hier noch ein dritter Bahnhof stehen. Das habe ich vielleicht nicht ganz clever gemacht, das sehe ich ein. Habe ich vergessen, Fehler passieren. Ich hoffe, euch freut dann die Komplexität. Und ja, auf alle Fälle, neue Linie. Diesmal bitte in hellem Orange. Das passt, glaube ich, ganz gut zum Getreide. Wir starten hier, und zwar nicht auf 2, sondern diesmal auf 1, wenn das 1 ist. Ich sehe es doch so gar nicht. Ah, ich war beim Falschen, oder? Ja, dann starten wir doch beim 2. Ein Gleis. Fahren hier rüber zum Warenzentrum, fahren hier auch auf das zweite Gleis. Dann hier rüber bitte. Und auch hier bitte auf das zweite Gleis. Dann fahren wir hier zurück auf Nummer 4. Teilen uns die Strecke. Hier haben wir eine kleinere Kreuzung, aber das passt, glaube ich, ganz gut. Hier wird es dann genauso ausschauen. Dann hier bitte auf Gleis. Oh, er hat es automatisch auf Gleis 2 gelegt. Cool, danke. Dann hier bitte auf Gleis 6. Dann fahren wir hier rüber. Naja, schade, hier hat das nicht automatisch auf Gleis 2 gelegt. Passt das dort? Jupp. Wie schön, wenn ein Plan funktioniert. Gleis 8? Nee. Könnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Ja, dann lass mich. Ah, ich bin auf das Falsche drauf gekommen. Nicht mich veralbern, liebes Spiel. Ah, und da müssen wir mal die rote Linie von Raccoon. Mit R da. Auf die Nummer 7 legen. Das war falsch. So. Und dann teilen sich die auch viel besser auf. Und hier hinten. Perfekt. Freut mich, dass das dann doch so gut funktioniert. Dann würde ich gerne. Ich glaube, das mache ich ein bisschen später, wenn das kommt. Wenn ich die Züge hier drauf schicke. Dann, ich richte aber schon mal die Linie an. Appalachia. Das weiß ich noch nicht. Aber die Linie gibt es schon mal.
Es ärgert mich hier, dass ich ein Gleis vergessen habe. Ich weiß nicht, ob es dann unbedingt besser ausgesehen hätte, aber... Es ist halt voll doof. Oh Mann, na gut. Passt schon, ich will jetzt nicht alles umreißen. Das wäre mir dann doch zu viel Aufwand. Ich bin eher der Typ, der gerne von Anfang an alles gut durchdacht macht. So, dann läuft's hier. Neue Linie. Ich will keine Zeit verschwenden für euch. So, hier machen wir es dann in... Würde sagen, sehr wässriges Bissgelb, als man das so sagen darf. Okay, hier muss ich das scheinbar noch mit den Dings dann klären, mit den Signalen, dass die hier auch beide Gleise nutzen. Apropos, ich habe vergessen, dass die vollladen sollen. Das stelle ich dann gleich nochmal ein, das muss ich auch wohl. Das machen wir gemeinsam. Die Überlegungen sind ja, denke ich, interessant. Und auch hier würde ich sagen, es ist interessant, zum Beispiel einzustellen, dass er nur Stahl mitnehmen soll. Weiß ich nicht. Wird vermutlich nicht so interessant sein, aber um die komplette Überlegung mit drauf zu haben, finde ich es, denke ich, ganz gut. So, dann. Was passt da eigentlich? Achso, umbenennen muss ich noch. Ich wusste, ich habe das nicht gerafft. Raccoon. Stahl. Wir haben dann Kohle und Eisenerz. Im Jahr 97 und 98. Dann im Jahr 99 hätten wir den Stahl. Appalachia müsste ja ganz oben sein. Genau. Und gerade bei euch ist es dann doch wichtig, dass es da eine Unterscheidung gibt zwischen Getreide und Erz und so weiter. So, hier bitte voll machen. Dann fange ich von unten an. Wenn ich so leichter durchkomme. So vielleicht nicht. So, dann hier laden. Getreide. Apropos, hier sollten sie dann vielleicht nur ausladen. Nicht, dass sie noch Sachen quersubventionieren. Das muss ja nicht sein. Quersubventionieren ist da nicht das richtige Wort für. Durch die ganze Gegend verschippern, ohne sinnvoll was zu machen, auch wenn das im Prinzip Gewinn bringt, blockiert es mir einfach nur die Kapazitäten, die ich für andere Sachen vorgesehen habe. So, Appalachia passt. Raccoon City. Claire's Endstation bietet mir Eisenerz. Dann sollte ich vielleicht erstmal überall auf voll stellen, damit wir das Ding auch voll machen. Dann. Ich habe noch gar keine Station, die mir überhaupt Züge hierher liefert, fällt mir gerade auf. Das hätte ich vielleicht vorher bringen sollen. So, Eisen. Dann entladen. Bei Leon gibt's Kohle, oder? Ja, bei Leon gibt's Kohle. Bist du Kohle oder bist du Stein? Nee, du bist Kohle. Einmal entladen. Dann... Bei Chris gibt's auch nochmal Kohle. Ich war gerade falsch. Ich habe Chris und Jill... Station verwechselt. Keine Kohle bitte, sondern lieber Eisenerz. Dann gibt es jetzt aber bei Jill Kohle. Die entladen wir nur. Gut. Sollte passen. Wenn nicht, werde ich es dann sehen. So, aber wenn wir einmal bei den Linien sind, machen wir die auch noch schnell zu Ende. Alte Stelle hinzufügen. Ich würde sagen, wir fangen hier hinten an. Aufgleis. Ups. Neue Linie. Habe ich eben die neue Linie gedrückt? Egal. In hellgrün bitte. Aufgleis 1. Nehmen wir mit Öl.
Und zwar voll beladen. Und wir nehmen mit Rohöl, nicht das Verarbeitete. Dann halten wir. Wir fahren hier durch. Fahren hier durch. Halten hier an. Auf Gleis 4 dürfte das sein. Genau. Und entladen die ganze Sache einfach nur. Dann halten wir nochmal einen Raccoon City Bioreaktor. Dann gibt es nur ein Gleis. Lassen das Ding wieder komplett voll machen mit Rohöl. Liefern dann das Rohöl hier auf Gleis 3 ab. Ah, da kommt das Autosave. Okay. Ein Hoch auf das Autosave. Auch wenn es mich vom Bauen abhält. Oder einstellen. Gut. Nachdem wir hier auf Gleis 3 alles abgeliefert haben, lassen wir es wieder voll machen. Aber diesmal würde ich es, glaube ich, nicht einstellen. Aber ich stelle ihm ein, dass er jetzt das verarbeitete Öl. Verdammt. Ich warte kurz. Ich schneide euch das zurecht. Dann ich muss mal kurz aufwischen. Gut, da bin ich wieder. Ich habe mit weiser Voraussicht das Glas eigentlich immer ein Stück weiter stehen. Und habe es eben dann beim Absetzen kurz vor mich hingestellt und bin da jetzt dagegen gekommen. Und das war ein bisschen doof und ja, reden wir nicht weiter drüber. Gut, also wir laden hier das verarbeitete Öl auf und bringen das dann hier zur Plastefabrik. Oh, also nicht zur Plastefabrik direkt, okay, das sehe ich ein. Aber zu dem Bahnhof beim Raccoon City Spencer Anwesen. Und da fahren wir dann leer weiter. Laden einfach nur alles ab. Schaut gut aus. Und fahren im Prinzip nur hier das Stück leer. Und hier das Stück leer. Cool. Nehme ich. Dann nennen wir dich um in Raccoon. Und das ist ja. Beim letzten Mal hatten wir 1899, dann haben wir jetzt sogar 1900. Irgendwo habe ich mich, glaube ich, zwischendurch verrechnet. Kann das sein? Eigentlich müssten wir bei 6 Stufen wir transportieren. Erz, Kohle, Stahl, Rohöl, verarbeitetes Öl, Plaste, war... Ah, 7, ne. Ne, warte mal. Kohle und Erz ist ein Ding. Stahl, Rohöl, verarbeitetes Öl, Plaste waren 6 Jahre. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Fehler beim Zählen gemacht. Ich glaube, der Fehler ist, dass ich hier nicht 96 eingetragen habe. Ich hatte schon mal irgendwo 96, aber das war nur der Warenring. Und im Jahre 95 habe ich die eigentlichen Köln-Maschinen transportiert, okay. Nicht, dass sie noch durcheinander kommen. Das heißt, alles ein Jahr zurückdatieren. Das passt schon. Das ist im Prinzip nur die Anfangsjahre, damit ich weiß, wann ich spätestens mal wieder nachschauen sollte. Alle paar Jahre so nachschauen, ob noch alles läuft, ob ich noch mal ein paar Fahrzeuge austauschen kann und allen drum und dran. Und im Prinzip auch. Ich habe mir ja vorgenommen, immer im Prinzip für jede Warenstufe, die ich gerade produziert habe, ich habe das ja eben vorgezählt, ein Jahr vergehen zu lassen. Oder für jede Personenverbindung zwischen zwei Städten 2 Jahre. Und so weiter. Und so sollten wir dann am Ende genau auf 2020 kommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und daher möchte ich es gerne so weiter durchziehen. Gut, dann, wenn das läuft... Neue Linie. Diesmal bitte in hellblau. Und zwar starten wir hier drüben. Holen uns einmal das Plaste, fahren dann hier mit Schmackes durch, hoffe ich. Liefern das Plastekram hier ab und... Und... Ah, scheinbar nicht richtig hingeklickt. Egal. Und liefern da dann die Waren ab. Also wir starten hier
2. Ne, wir kommen zu die 1. Und das hier ist drüben, Gleis 2. Das passt ja perfekt. Brauche ich ja nicht mal so genau darauf stellen. Dann, wir laden Plaste voll. Waren sollten dann auch nach und nach voll werden, denke ich. Lass ich erstmal mit dem vollstellen. Hier laden wir nur ab. Achso. Plaste hatte ich gesagt. Dann Waren. Und nichts. Dann sollte es funktionieren. Das Ganze nennen wir dann Raccoon. Ja, ich nenne alles nach Waschbär. Ah ne, Raccoon Waren. Und da habe ich noch einen Fehler tatsächlich gemacht beim Zählen. Kohle und Erz bieten ja nur eine Produktionsstufe. Das Produkt wäre im Prinzip ja Stahl. Also 97. Dann kommen hier 98 hin. Ja, wenn man noch richtig schreiben könnte. Und dann haben wir hier tatsächlich 1900. Na? So. Ah, warum löscht du mir alles? Na gut, Raccoon Waren 1900. Plastik ein Jahr. Waren ein Jahr. Sollte passen. Dann wären wir dann am Ende bei 1902. Aber das reicht so noch nicht, weil wir müssen das Zeug auch noch irgendwie in die Stadt hieven. Das heißt, hier wäre zum Beispiel ein guter Platz, glaube ich. Hier so, vielleicht. Oder kann man auch noch eine Abfahrt drauf machen. Dann brauche ich im Prinzip hier nicht auf die Hauptstraße. Dass wir hier reinfahren und dann hier vielleicht noch wieder drauf fahren. Das Problem ist, das werden auch die Privatfahrzeuge nutzen. Und das möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Wir probieren es erstmal so, wenn es hier zu viel Verkehr wird, was ich noch nicht glaube, überlege ich mir was Neues. Auf alle Fälle hier vielleicht eine Station rein, die sollte vielleicht alles abdecken, oder hier. Und dann liefern wir das da in die Stadt. Also, Gebäude, LKW-Station. Und da habe ich nach dem Falschen geschaut, denn die eigentlichen Gewerbewaren, das Gewerbe braucht Waren und nicht die Industrie. Das macht natürlich Sinn, die Industrie produziert Waren und das Gewerbe verbraucht sie oder verkauft sie, verhandelt sie und so weiter. Dann hier oben hin. Hier vielleicht. Sollte alles abdecken, hoffe ich. Ah, hier ist das letzte Warending. Hier sind noch ein paar kleine Warendinger. Ganz nah an die Kreuzung anstellen ist vielleicht auch nicht so clever. Wisst ihr was? Ich stelle es in die Mitte der Straße. Ich glaube, das sollte ganz gut passen. Oder auf die andere Seite, das ist vermutlich noch cleverer. Und dann hoffe ich, wir haben alles erwischt damit. Jupp. Und der Rest hier außen schafft der Ring, falls hier noch was hinkommt. Wenn es hier weitergebaut wird, dann würde ich so oder so noch eine neue Station, denke ich, bauen. Aber andererseits, hier ist schon der Berg. Ach, wird schon irgendwie passen.
Gut, und dann nehmen wir dich nicht Schlossstraße, sondern Special Tactics and Rescue Service. Department. Abteilung. Einfach nur Stars kommen. Dann dürfte noch die letzte Linie sein. Ich bin mir sehr. Hallo? Achso, Autosave. Bitte mach jetzt nicht zwei Linien draus. Das ist der Punkt, wenn da oben einfach nur Autosave steht, dir klar wird, dass da nichts mehr passiert. Ja, er hat zwei gemacht. Hast du halt schon mehrmals gedrückt. So, wir hatten letztes Mal hellblau, dann nehmen wir jetzt ein etwas dunkleres Blau. Lassen den hier hinten starten. Hierher fahren. Und dann werde ich hier noch irgendwo einen Wegpunkt reinsetzen. Aber erstmal lasse ich dich vollladen mit Waren. Und hier nicht sinnlos durch die Gegend gurken. Gut, Wegpunkte, da haben wir sie. St. Michael, High School, Raccoon City, keine Ahnung, ich finde beide Wegpunkte da nicht so praktisch. Große Brücke. Komm, ich nenne das jetzt wirklich einfach Brücke. Gibt es eine spezielle Brücke? Erinnere ich mich an irgendeine? Ich glaube nicht. Ach komm, ich nenne das jetzt wirklich einfach Brücke. Dann muss ich mir vermutlich nochmal einen schöneren Namen einfallen lassen. Der lässt dann doch etwas zu wünschen übrig. Ja, und genau hier solltest du eigentlich nicht durchfahren. Da, wo im Prinzip auch die anderen lang wollen. Wie wär's denn hier oben? Dann müssen wir glatt noch einen Wegpunkt aufstellen. Ah, da ist eine langsame Straße. Nur eine kleine. Ob ich die upgraden kann, keine Ahnung. Ich kann aber auch, glaube ich, hier relativ gut links abbiegen. Ohne da großartig zu verstopfen. Dann biegen wir hier links ab und nennen dich Raccoon City Stars, weil das gerade in der Nähe war. Wegpunkt und Haltestellen können ja glücklicherweise denselben Namen haben. Ich glaube aber Haltestellen desselben Typs nicht. Und jetzt läuft's. Ihr seht, ich habe auch noch nicht die Personenlinien gezogen. Es gibt ja noch keine Möglichkeit dazu. Und das werde ich dann später machen. Gut, dann passt, glaube ich. Vergeben wir noch einen Namen. Raccoon Waren. Habe ich das andere auch Waren genannt? Dann muss ich es Plaster nennen. Raccoon Waren 1901. Zweimal Waren. Aber da fahren ja vielleicht auch Plaster mit rum, nur dass ich es eindeutig identifizieren kann. Ansonsten müssen wir noch was überlegen. Warenzentrum oder irgendwas in der Richtung. Gut, sollte aber funktionieren. Und ich glaube, die Folge ist dann auch schon wieder viel zu lang. Ich werde dann noch hier bis zum nächsten Mal ein Warendepot hinsetzen. Nein, kein Warendepot, ein Zugdepot. Dass wir, wenn möglichst, recht schnell hier auch Züge drauf bekommen. Sowohl auf die Öllinie, als auf die Warenlinie, als auch auf die Stahllinie. Und hier hinten, wo packe ich hier hin? Ah, hier wäre an sich ein schöner Platz, um die Züge drauf fahren zu lassen. Oder hier haben wir doch noch recht viel Platz. Dann, ganz ehrlich, packe ich hier das Zugdepot hin. Gut. Dann mache ich das genau so. Ich werde noch ein bisschen Schönheitspflege machen, ich werde die Züge drauf werfen und ich hole euch dann zur Mitfahrt wieder dazu. Ich hoffe, ihr euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.